Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So Leute, irgendwie, ich habe zwar den letzten Part beendet und habe Pause gedrückt, aber aus irgendeinem Grund habe ich jetzt Meisterung hier erfolgt, hä? Gut, schön, dass mir Bürger Bianca jetzt hier gefallen haben, aber ich habe doch eigentlich Pause gemacht. Nee, gut, dann eben nicht. Wer weiß, was da los war. So, wir haben ja hier noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Die Hauptziele sind, ein paar Blumenbeete noch zu machen. Aber das wird ja jetzt nicht mehr das große Problem sein. So. Können wir eigentlich auch Parkerweiterung? Parkerweiterung könnte man eigentlich auch... Ist verboten, ist gesperrt. Ach du Heilige. Auf den kleinen Stück hier sollen wir jetzt noch so viel Attraktionen bauen. Obwohl, noch eine Western, eine Abenteuer und eine Self-Fiction. Das wird noch funktionieren, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir mal das Heuwagenrennen noch gemacht. Das ist zwar für Kinder, aber wir müssen das ja machen. Deswegen gibt ja nichts anderes. Ich hätte jetzt gedacht, es gibt nichts anderes. Ach so, hier hinten müssen wir ja hin. Genau. Dann machen wir eben einen ganz geraden Weg. Also, das sieht jetzt eben nicht so schön aus, wie ich das eigentlich wollte. Dann ist es so. So, dann öffnen wir mal das Ganze. Begeisterung ist auf 0. Intensivität. Hier ist alles irgendwie auf 0. Dann ist es so. Dann machen wir noch ein bisschen Dekorationen, damit es ein bisschen schöner aussieht. So einen schönen Planwagen, weil er hinpasst. So zum Thematik gerade eben. Auch wenn er mitten im Weg drin ist, macht doch auch nichts. Das Schöne jetzt ist ja auch, wir können uns einfach mal ausprobieren. Wir können jetzt auch sagen, hey, wir machen jetzt einen kompletten Park mal, so ohne Mission oder sowas. Könnte man auch mal nichts mehr anfangen, weil irgendwie gerade eben macht es Spaß. Muss man schon dazu sagen, gerade eben macht es so viel Spaß. Fitnessstudio, Dauergast, okay. Mag asiatisches Essen. Mhm. Oh, Toilette. Stimmt, wir haben noch keine Toilette hier. Nirgendwo im Park ist irgendwo eine Toilette, naja. Toilettenrohbau. Ich glaube, mit dem Rohbauen kommt man echt gut, weil die nie so viel Platz einnehmen. Was habe ich denn jetzt für ein Ziel erreicht? Ich glaube mal das hier. So, dann sagen wir noch Abenteuer, Dingsbums bauen, Flachattraktion, Abenteuer, Deko, Abenteuer. Achso, 10 Motiv. Ah, okay. Da suchen wir jetzt noch uns ein Abenteuer aus. Ist das nicht Abenteuer? Oder wie wird ein Abenteuer gezeigt? Ich weiß, ich habe jetzt erste Abenteuer gemacht, aber das ist doch nicht Abenteuer mit dem Ding, oder? Wir werden einfach mal blindender Pirat machen. Mal gucken, was er dann sagt. Wenn ich irgendwo Platz hätte. Ach, wir können eigentlich auch an den Deko-Elementen mal ausprobieren. Abenteuer. Okay, Abenteuer ist wirklich das mit der Karte. Okay. Dann wird das jetzt doch mal ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Das einzige Abenteuer ist wirklich das Schiff. Und das ist, ja, kleines bisschen groß. Alter, mit Stilzen so weit oben, naja, gut. Ich habe schon mal Schöneres gesehen. Aber, ich überlege gerade, sollen wir nochmal schön machen? Ja, doch, ich mache nochmal schön. Ich mache noch ein bisschen schön und dann ist auch... Weil, auch wenn wir den Park bald verlieren, aber... Wir sehen das einfach nur so als Testsache jetzt. So, wir sehen es wirklich mal als Testobjekt. Und als erstes sollen wir hier Abenteuer zeigen. So, ich habe mal hier die Zäune hingemacht, einfach mal so. Weil oben konnten wir das jetzt nicht hinmachen. Und jetzt müssen wir das Ganze nochmal für Science Fiction machen. Oh, 255 Leute, ach du Scheibenkleister. So, und jetzt nochmal für Science Fiction eben nochmal was kaufen. Beziehungsweise bauen. Beeinflusser kommt. Möchte Abenteuer haben, wie es aussieht. Souvenirs. Naja, Souvenir-Motiv. Aber wo ist denn... Wir haben kein Science Fiction hier. Das bedeutet, wir können...
das nicht beenden. Okay, gut zu wissen. Okay, da können wir jetzt leider kein Dings oder recht ein Essensladen? Also ein Essensladen reicht nicht, also beziehungsweise ein anderer Laden reicht nicht aus. Ne, okay, gut. Dann machen wir eben noch die Dings hier hin, die Deko-Elemente. Okay, gut, dann haben wir jetzt erstmal das erreicht, was wir jetzt können. Und eben noch die Blumenbeete jetzt noch schnell machen. Dann müssen wir eben irgendwie im Nachhinein noch die Science-Fiction-Dinger bauen. Ich weiß nämlich nicht, ich glaube, man kann schon weitermachen. Deswegen mache ich das hier noch alles ein kleines bisschen schön. Wir machen hier noch die letzten paar Blumen und Pflanzen hin. Und dann würde ich mal sagen, zählt das dazu? Als Dings? Als Blumenbeet? Nee. Schade. Es fand erwachsen mit dem Traktorrennen. Okay, gut. Jetzt habe ich alles gesehen. So, und die letzten Blumenbeetos setzen wir hier hin. Gut. Das war's. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Menzi. Ciao, ciao.